Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Eric Oliver Mechler. Im heutigen Video möchte ich euch eine kleine App vorstellen für Android oder iPhone, mit dem ihr über RTMP einen Livestream starten könnt. Wer mehr darüber erfahren möchte, bleibt jetzt dabei. Jetzt geht's los. Ja, und zwar hat mich vor wenigen Tagen jemand gefragt, ob ich eine App kenne für Android und iPhone, mit der man über einen RTMP-Key einen Livestream starten kann. Und ich dachte mir, das wäre doch eine perfekte Gelegenheit, diese Frage auch wieder als Video zu beantworten. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht für eine coole App. Und ich bin auch fündig geworden. Und zwar heißt diese App Larynx Broadcaster. Geht also in den Google Store oder den Apple Store, sucht die App. So sieht sie aus. Das Symbol, und dann könnt ihr es direkt herunterladen und installieren. Und nachher können wir es gleich konfigurieren. Ja, und dann müssen wir natürlich noch den RTMP-Key finden. Ich nehme jetzt hier mal Facebook, wie ihr sehen könnt. Hier geht ihr in den Live Producer rein. Und wenn ihr reinscrollt oder runterscrollt, dann findet ihr hier den Server-Worte. Das ist der RTMPS-Key. Das ist einfach der verschlüsselte, so wie HTTP und HTTPS. Und hier der Stream-Schlüssel. Den müsst ihr rauskopieren und bereitet ihn mal auf der Seite vor. Wenn ihr in YouTube seid und da ein YouTube-Video starten möchtet, dann geht ihr einfach hier im Studio rein, startet ein Stream, und wenn ihr runterscrollt, findet ihr hier ebenfalls den RTMP-Schlüssel, also die URL, und hier den Key, den verschlüsselten Key. Wie gesagt, teilt diesen Key nie weiter und öffentlich, weil sonst kann sich jeder eigentlich direkt in euren Stream oder in eure Fanpage einhacken, einloggen und da einen fremden Stream machen. Es wäre ja blöd, wenn ihr irgendwann in den Ferien seid und jemand bringt irgendwie ein Porno da rein oder irgendwas sonst Komisches. Ihr wisst ja, da draußen gibt es sehr, sehr viele komische Menschen. Aber wie gesagt, jetzt sammelt ihr einfach mal diese Dinge zusammen und dann können wir den Schlüssel direkt generieren. Ja, und wenn ihr es heruntergeladen habt, die App, dann könnt ihr es direkt an eurem Handy, also Android oder iPhone, öffnen. Ich verwende jetzt hier mal das iPhone und zeige euch, wie man das Ganze installieren kann. Also ihr öffnet jetzt mal die App und wie ihr sehen könnt, es ist direkt eine schöne Übersichtsseite. Ich kann hier auf der linken Seite kann ich die Kamera wechseln. Also wenn ich hier draufklicke, hallo? Dann sieht man das direkt schön. Dann habe ich hier verschiedene Möglichkeiten. Den Button zu unterst auf der linken Seite, da kann man direkt ein Foto schießen. Eines darüber kann man die Kamera muten oder normal laufen lassen. Hier kann ich noch verschiedene Einstellungen machen, wie Overlay und so weiter und so fort. Das lasse ich jetzt mal weg, und zu oberst kommen wir dann direkt zur Konfiguration, zur Installation. Und uns interessiert jetzt eigentlich nur das zu oberst. Hier kann man dann nämlich den RTMP-Key eingeben. Ich klicke jetzt aufs Plus und hier seht ihr, ich kann oben einen Namen eingeben. Der ist dann nur für mich, damit ich weiß, wohin das Ganze geht. Ich nehme jetzt einfach mal Facebook. Dann kann ich hier die URL eingeben. Also, wie ich euch bereits gesagt habe, ich habe jetzt den RTMP-Key und die URL herauskopiert und hier in dieses File hineingepackt. Jetzt müssen wir nämlich diese zwei Befehle in einen Befehl umwandeln. Und das geht ganz einfach, indem ich hier als erstes die URL nehme. Dann setze ich eigentlich direkt danach den Key hinein. Das Ganze geht natürlich ebenfalls mit YouTube. Ich zeige euch jetzt das auch noch. Also hier haben wir den YouTube-Key. Sind auch wieder zwei. Hier die URL und hier den Key, also den Schlüssel. Und da mache ich jetzt auch wieder eine Zeile daraus, indem ich einfach das Ganze nebenan hinpacke. Wenn am Schluss bei der URL diese Schrägstrich fehlt, dann müsst ihr ihn einfach hinzufügen. Ist das genau das Gleiche. Hier seht ihr es auch. Hier und hier. Ganz einfach. Und nachher habt ihr eigentlich diese Zeile, die ihr dann direkt in die App hineinkopieren könnt. Ja, und jetzt füge ich einfach mal den Key hinzu. Und damit hätten wir eigentlich bereits alles. Jetzt kann ich das Ganze auf Save klicken und abspeichern.
Und als nächstes kann ich auch gleich YouTube installieren. Das Ganze mache ich wieder so. Ich klicke hier aufs Plus. Ich gebe hier einfach mal wieder YouTube ein. Und dann kann ich hier den Code auch direkt wieder einposten. Und auch hier wieder Login, Passwort braucht ihr nicht. Dann Save. Und jetzt haben wir auch YouTube drin. Wie ihr sehen könnt, ich kann jetzt die einzelnen aktivieren und deaktivieren, je nachdem, wohin ich streamen möchte. Ja, ich habe die App jetzt einfach mal gestartet. Ich gehe jetzt hin, ich wähle kurz die Verbindung aus. Ich mache einen kleinen YouTube-Livestream. Ich gehe wieder zurück und jetzt wäre ich eigentlich soweit. Dann kann ich nämlich jetzt einfach auf den roten Button klicken und dann sollte der Livestream eigentlich direkt starten. Also wie man jetzt sehen kann, unten läuft alles bereits. Der Livestream sollte eigentlich jetzt schon sauber laufen. Ich schalte mal kurz um hier mit mir. Hallo, herzlich willkommen zu diesem kleinen Livestream. Wie man sehen kann, oben, hier oben sieht man, wie lange der Livestream ist und hier unten, wie viele Megabyte schon verbraucht worden ist und wohin das Ganze geht. Das da ist übrigens die Lautstärke, die man hier direkt sehen kann. Und hier habe ich dann noch die einzelnen Einstellungen, die ich euch ja schon beschrieben habe. Hier die Einstellungen, hier muten und hier kann man auch ein Screenshot machen. Also wenn ihr ein lustiges Bild seht in einem Livestream drin, dann könnt ihr das direkt hier machen. Jetzt seht ihr, ich habe bereits ein Bild herunterladen können. Das ist jetzt in meiner Mediathek auf meinem iPhone. Und ja, jetzt könnte ich eigentlich noch viele, viele Stunden einen Livestream machen. Er läuft sauber. Und wenn ich ihn beenden möchte, klicke ich einfach wieder hier auf den roten Button. Und jetzt ist der Livestream beendet. Jetzt ist alles fertig. Jetzt kommt nichts mehr raus, obwohl ihr hier noch den grünen. Die grüne Fläche seht hier, da. Das macht aber nichts. Jetzt ist eigentlich der Livestream bereits beendet. Ja, ihr habt gesehen, mit dieser Lyrics-App ist es eigentlich sehr einfach, einen Livestream zu machen. Ihr müsst eigentlich nur die RTMP-Key neu umformen. Ihr habt ja meistens zwei Zeilen, eine URL und einen Key. Macht daraus einfach eine einzige Zeile ohne Abstand. Das ist sehr wichtig, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Und dann könnt ihr eigentlich einen Livestream starten. Natürlich gibt es noch viele, viele andere Apps da draußen, mit denen man das Gleiche machen kann. Ich werde weiterhin die Augen offen halten, ob ich vielleicht noch eine bessere Version kenne. Wie gesagt, das Problem mit dieser App ist, Quer- und Hochformat. Man kann wohl im Hochformat streamen und aufnehmen. Das Problem ist einfach, bei Facebook und YouTube wird es zum Teil dann im Querformat angezeigt. Da müsste man das Ganze so schauen. Und das wäre ja ein bisschen mühsam. Ja, wenn ihr eine Frage zu dieser App habt oder eine andere App kennt, die noch besser ist, dann schreibt es mir doch in die Kommentare rein. Ich würde mich immer freuen, wenn ich euer Feedback zu hören bekomme. Gebt mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Abonniert diesen Kanal, abonniert mein YouTube-Newsletter und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Livestream oder beim nächsten Video. Tschüss, ciao.